Willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Wir sind mitten in einer kleinen Videoserie über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung im Rahmen der Kostenstellenrechnung. Wir haben gesehen, auch in den anderen Videos, es gibt im Wesentlichen drei Verfahren. Das Gleichungsverfahren, das Stufenleiterverfahren und das Anbauverfahren. Das Gleichungsverfahren löst das Problem simultan, löst das Problem also gleichzeitig. Die Lösung, die sie ergab, war für die Reparaturstunde 10,18 Euro und für eine Kilowattstunde Strom ergab sich 0,07 Euro, also 7 Euro Cent. Das Stufenleiterverfahren vernachlässigt den gegenläufigen Leistungsstrom, löst das Problem also sukzessiv, Schritt für Schritt. Die, was sich ergab, war nicht mehr 10,18 Euro, sondern 10 Euro und hier ergab sich 0,05 Euro, also 5 Euro Cent pro Kilowattstunde Strom. Und das Anbauverfahren löst das Problem überhaupt nicht. Das Anbauverfahren vernachlässigt die innerbetriebliche Leistungsverrechnung komplett, ist also im Grunde gar kein Verfahren und nur dann geeignet, wenn die innerbetriebliche Leistung sehr, sehr gering ist. Prüfungsrelevant ist vor allem dieses Verfahren hier, das Stufenleiterverfahren, weil es hier auf Verständnis ankommt. Gleichungsverfahren ist rechentechnisch sehr aufwendig. Man hat zwei Gleichungssysteme und muss die durch wechselseitiges Einsetzen lösen. Da rechnet man sehr viel und das ist nicht unbedingt betriebswirtschaftlich wichtig. Hier geht es mehr um Verständnis, wie wir gesehen haben. Rechentechnisch ist die Lösung sehr einfach. Man muss einfach nur verstehen, dass ein gegenläufiger Leistungsstrom wegfällt. Schauen Sie in das Video über Stufenleiterverfahren. Das hier ist das prüfungsrelevante Verfahren, soweit es sich um Betriebswirt, IHK oder Wirtschaftsfachwirt handelt. Mein Name ist Marius Ebert. Schauen Sie unter spaßlerndenk.de für meine Seminare, unter spaßlerndenk-shop.de für meine Video-Coachings und andere Lernhilfen. Dankeschön.